Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Top YouTuber. In der ersten Folge habe ich euch ja gefragt, ob ihr jede Woche oder jede zweite Woche Top YouTuber sehen wollt. Und da habt ihr halt darüber abgestimmt, dass es jede zweite Woche kommt. Aber ich hätte es gerne so, dass es jeden Monat kommt. Also kommt es jetzt auch jeden Monat. Und ich habe mir jetzt schon mal einen rausgesucht für die erste richtige Folge Top YouTuber. Und das ist der liebe Glow Nico hier. Er hat 243 Abonnenten, ist auch schon mal sehr viel, aber er kriegt halt sehr wenig Klicks auf seinen Videos, was ihr hier sehen könnt für seine Abo-Verhältnisse. Was ich auf jeden Fall sehr schade finde, da Glow Nico richtig coole Videos macht. Was hier auch sofort auffällt, ist, dass er halt so gleiche Thumbnails benutzt. So immer den Stil hier so immer gleich behält, den auch öfters gewechselt hat hier zu solchen Thumbnails und so. Und ja, sein Banner ist auch auf jeden Fall nice und sein Profilbild ist halt einfach nur sein Kopf, kann man nicht viel sagen. Seine Kanalinfo muss ich glaube ich nicht zeigen. Ich lasse jetzt einmal hier durch. Hier eben kurz gucken, dann könnt ihr die halt durchlesen, wenn ihr wollt. Okay, er hat auch Twitter, da könnt ihr dann halt auch folgen, wenn ihr wollt. Und ja, also Nico gibt sich auch sehr viel Mühe bei seinen Videos, was ich auch auf jeden Fall voll krass finde bei ihm. Jetzt sagen vielleicht die meisten in den Kommentaren, du kennst ihn doch schon, hast schon ein paar Videos mit ihm aufgenommen hier und da. Und es ist mir eigentlich egal, ob ich die Person kenne, die ich hier in das Format nehme. Ihr müsst einfach nur gute Videos machen und Nico macht richtig gute Videos. Er ist auch richtig korrekt und ich finde es einfach schade, dass er so wenig Klicks auf seinen Videos macht. Deswegen möchte ich ihn in dieses Format jetzt hier reinnehmen und euch sagen, geht auf seinen Kanal, abonniert ihn, schaut seine Videos aktiv, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir gucken jetzt dieses Video an, Clayton ist schlecht. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal am Ende wieder, wenn dieses Video vorbei ist. Ich werde nur einen Teil von dem Video zeigen, damit ihr auch rübergehen könnt und euch das nochmal komplett angucken könnt. Und ja, dann guckt euch das Video an und dann sehen wir uns nach dem Video wieder. La Ratatatam! Heyo Leute! Was geht? Willkommen zum neuen Video! Hi! Hi! Wir machen heute One vs. One Bad Wars gegeneinander auf Tiberium mit in der ersten Runde. Ah! Ja. Junge, dieses Bett, ne? Fuck, glaub. Dieses Bett hier oben, das sich dreht? Ja. Ey, das fuckt mega ab. Ja, Mann. Ey, ganz ehrlich, die zeige das ich doch. Das macht mich richtig wütend. Genau. Und dann sind wir in der ersten Runde. Hi. No. Hi. Hi. Nein! Nein! Na, Alter! Ey, ich backe! Ich backe! Ey, was? Ich fliege! Ey, fall runter! Man kann dafür gekickt werden, ne? Fall runter! Man kann dafür gekickt werden! Vielleicht ist es noch. Ich konnte nicht! Ich weiß! Also, ob du schon Gold gesnackt hast? Nee, hatte ich noch nicht. Nee, hatte ich noch nicht. Nee, hatte ich noch nicht. Nee, hatte ich. Vielleicht sind diese zwei roten Blöcke einfach nur von Natur aus. Diese roten Leben. Also, ich war noch nicht in der Mitte und du? Nee, hatte ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Ja, dann ist ja alles gut. Weil du bist es ja nicht, du bist ja noch in der Mitte. Nein. Renn einfach, renn, los! Nerv nicht. Nico! Mann! Bitte bleib stehen! Nein! Bitte gesagt! Seh ich ihn schon. Weg. Hey.
Gaunigo ist tot! Ja, Mann! Ich hatte auf dem falschen. Falschen Slot hatte ich mein Schwert, weil du so schnell kamst. Ja, kam. Komm. Ich hätte auch dort zweimal mein. Oh Mann. So, jetzt hattet ihr einen kleinen Einblick in das Video. Und es ist auf jeden Fall sehr aufwendig geschnitten, wie ihr es vielleicht gesehen habt. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und lasst ein Abo da, guckt die Videos aktiv und liked sie, denn er kriegt sehr wenig Daumen nach oben auf seine Videos. Und ja, dann bewerbt euch wieder mit Hashtag TopYouTuber in den Kommentaren und dann bist du vielleicht in der nächsten Folge dran. Und dann ciao.